Willkommen bei Kirche in Not, wo Gott weint. Ein wöchentliches Programm über die Situation der leidenden Kirche in der Welt. Seit mehr als 20 Jahren hat der Sudan unter dem Bürgerkrieg gelitten. Ein Krieg zwischen dem Norden und dem Süden, zwischen den Arabern und den Schwarzen, zwischen islamischen Fundamentalisten und Christen. Trotz der vor kurzem aufscheinenden Hoffnungszeichen eines international unterstützten Friedensplanes sind die Konsequenzen des Konfliktes erschreckend. 3 Millionen Tote, 5 Millionen Vertriebene, 100.000 verwitwet und verwaist. Und mit jeder Fehlernte, jedem Vertriebenen, jedem zerbombten Krankenhaus werden die Nöte durch Entbehrungen größer. Während Kriegszeiten habe ich immer zum Frieden aufgerufen. Die einzige klare Stimme war meine. Wofür kämpft ihr? Warum tötest du deinen Bruder? Warum verletzt du ihn? Warum ist die katholische Kirche ein Feind für die Regierung des Sudan? Die Muslime im Sudan denken, dass der Sudan ein muslimisches Land ist. Aber es gibt hier wirklich bekennende Christen, wie die katholischen Bischöfe des Sudan. Diese Wildfrucht haben sie schon den ganzen Tag gesucht. Manchmal kommt es bei der Regierung an, dass wir einige ihrer politischen Maßnahmen verurteilen. Die Regime von Khartoum und besonders das derzeitige Regime waren immer geneigt, den Sudan religiös zu einem islamischen und in der Kultur zu einem arabischen Land zu machen. Wir beschweren uns aber und machen ihre Fehler publik, wie die Verbote, unseren Glauben zu praktizieren oder ihre Schikanen gegenüber unserem Personal. Und sie haben auch eine besondere Politik bei der Behandlung ihres Volkes. In der Vergangenheit hatte der Sudan keinen schlechten Rekord in Sachen Menschenrechtsverletzungen und Respektlosigkeit gegenüber den Menschen. Das Land ist nicht in der Lage, allein den Frieden herstellen zu können. Es braucht wirklich die Unterstützung der Menschen. Sie müssen wissen, dass im südlichen Sudan alle Strukturen zerstört sind. Sie meinen Straßen, Nahrung, Schulen. Straßen, Schulen, Nahrung, Gesundheitsversorgung. Die Kirche im Sudan hat große Probleme, im Süden überhaupt noch Bildung zu gewährleisten. Wenn ich sage Schulen, ist das vielleicht ein Traum. Sie bauten große Gebäude und so weiter und so weiter. Seit es keine Regierung im Süden gibt, müssen wir uns bei der Bildung auf die Kirche verlassen. Das ist der Grund, warum die Kirche für uns die letzte Hoffnung ist. Die Menschen wissen das, wo auch immer sie die Kirche finden, sie wissen, wir sind da. Hier finden sie Zuflucht, hier finden sie Unterstützung, hier finden sie Hilfe.